Löwen freuen sich ja sehr, wenn sie im Mittelpunkt stehen können und wenn sich alles um sie dreht. In diesem Sinne, gern geschehen, das ist euer Video. Herzlich willkommen bei Valerie trinkt Wein, meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr heute dabei seid. Mein Name ist Valerie, ich trinke Wein und hier auf YouTube erfahrt ihr so alles Mögliche zu dem Thema. Heute geht's weiter mit meiner Reihe Sternzeichen und Wein und zwar von 23. Juli bis 23. August. Steht alles im Zeichen der Löwen. Der König ist der Löwen, König der Löwen. Der Löwe ist der König des Tierreichs. Und jetzt kommt quasi eine Ehrerbietung an unsere deutschen Nachbarinnen und Nachbarn, die den Riesling als König des Weißweins empfinden. Und deswegen steige ich hier direkt ein mit meiner Empfehlung Nummer 1, nämlich einem Riesling aus der Wachau, wo es extrem gute Rieslinge gibt, von einem jungen Winzer, der erst seit ganz kurzem sein Weingut aufgemacht hat. Das hier ist noch dazu ein Smaragd-Riesling. Ich weiß nicht, ob ihr die Wachau kennt. Dort gibt es so drei Qualitätsstufen von Wein. Steinfeder, dann kommt der Federstiel und am Schluss das Smaragd. Das heißt, es ist die höchste Qualitätsstufe. Und das entspricht sehr dem Charakter des Löwen, weil für ihn ist gerade das Beste gut genug. Das führt mich auch gleich zu meinem Weintipp Nummer 2, weil was ist das Beste unter Wein? Da sind sich ziemlich alle einig. Das ist Champagner. Ja, was kann ich noch sagen über Champagner? Schaut euch mein Sprudelvideo an, da sage ich ein bisschen was über Champagner. Vielleicht mache ich auch mal ein Video über Champagner, who knows. Weil da kann ich dann diese ganzen Witze erzählen, die mir der Champagnerverkäufer erzählt hat. Löwen lieben den Luxus und sie geben auch gerne Geld aus für teure, fancy Sachen. Das führt mich zu Wein Nummer 3 auf meiner Liste, der ein ganz besonderer in meinem Weinkeller ist, nämlich Lamborghini. Lamborghini-Autos passen, finde ich, außerdem sehr zu den Charakterzügen des Löwen, sehr zu ihrer so Löwen-Attitude. Sie sind sehr selbstbewusst, sehr oft sehr fesch. Also Löwen sind anscheinend oft sehr fesche Leute. Ja, auch der Valentin, der diese Videos macht, ist sehr fesch. Andere fesche Löwen sind zum Beispiel Barack Obama, Madonna, J.Lo und J.Law, Helene Fischer. Viele davon haben gemein übrigens, dass sie Bühnenmenschen sind, weil Löwen lieben die großen Auftritte. In meinem letzten Sternzeichen-Video ging es um Krebse, die als das Mutterzeichen unter den Sternzeichen gelten. Der Löwe kommt gleich nach den Krebsen und gilt als das Kindzeichen. So wie alle Feuerzeichen, die alle ein bisschen so was Kindisches haben an sich, sei das jetzt irgendwie Tobsuchtsanfälle oder eine verspielte Art oder eine Offenheit und Neugier auf andere Leute auch zuzugehen, gilt vor allem der Löwe als besonders verbunden, sagen wir, mit seinem inneren Kind. Deswegen habe ich einen sehr jungen Weißwein ausgesucht. Das ist allerdings noch nicht von 2019, so jung auch wieder nicht, aber 2018. So, as young as it gets. Von einem sehr jungen Winzer wiederum. Das ist heute ein bisschen so das Thema, das sich durchzieht. Zu guter Letzt noch ein Wein, der eine Charaktereigenschaft von Löwen unterstreicht, die ich besonders schätze, nämlich ihre Großzügigkeit. Löwen haben ein sehr großes Herz und lieben die Leute, mit denen sie befreundet sind und auch ihre Familien und wollen immer gern alles teilen und geben dafür auch gerne Geld aus. Deswegen habe ich als letzte Flasche eine Magnumflasche ausgesucht. Damit kann der Löwe alle einladen und das entspricht seiner großzügigen Art. Und außerdem ist es nicht irgendein Magnum-Wein, sondern einer von einem Weingut von den Faber-Köchels im Weinviertel. Und die machen Weine, die so sind, wie man über Löwen sagt, dass sie sind. Nämlich, es ist nicht leicht, sie nicht zu mögen. Sprich, es sind angenehme Weine, die zugänglich sind, die freundlich sind und die man einfach gerne in der Nähe haben möchte. So wie Löwen. In diesem Sinne, alles Gute, liebe Löwen, zum Geburtstag. Tschüss und bis zum nächsten Mal. So wie immer gilt, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, schreibt mir einen Kommentar. Und abonniert meinen Kanal. Dazu müsst ihr am besten auch auf diese Glocke drücken, damit ihr immer benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video kommt. Das nächste Sternzeichen-Video ist übrigens Jungfrau. Bis dann!